6 million ways to die, choose one. Hey, hey, mein Name ist Patrick Rigaud und ich freue mich, dass ihr bei den Dance Tutorials von der Tanzerei Flugfisch am Start seid. Heute geht es um das Thema Heel Steps und zwar um einen ganz besonderen, nämlich um den Heel Twist Step, den wir in den Two-Step integrieren. Was es genau damit auf sich hat, dazu gleich mehr. Wichtig auch hier wieder, ihr könnt den Schritt nicht nur zur Hip-Hop-Musik tanzen, sondern auch zu vielen anderen Musikarten. Je nachdem, wie ihr mit dem Schritt zurechtkommt, je nachdem, wie eure Fußfertigkeit sich entwickelt hat oder gewachsen ist. So, jetzt höre ich wieder auf zu reden und wir fangen an zu tanzen. So, jetzt geht's los und natürlich starten wir zunächst mit der Technik. Basieren tut der Schritt auf einem Two-Step. Den Two-Step hat jeder von euch schon mal gemacht. Jetzt nutzen wir gleich die Variante, wo der Fuß nach hinten kreuzt. Das heißt, wir gehen mit unserem linken Fuß, kreuzen rechts hinten, kommen wieder zurück und gehen mit unserem rechten Fuß und kreuzen link hinten, links hinten und kommen wieder zurück. Ja, das Ganze noch einmal, zwei, drei Mal hintereinander und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ich denke, das ist relativ easy und jeder von euch kommt ohne Probleme damit klar. Als zweites adden wir unsere Fersen bzw. die Fersendrehung. Dazu stellen wir uns mal in die Diagonale mit den Füßen. Ihr seht, meine Zehenspitze gehen jetzt in die Diagonale und zwar von rechts nach links. Ganz wichtig hier, geht in die Knie, damit ihr mehr Bewegungsfreiheit in euren Füßen habt. Ja? Ganz wichtig, wenn ihr euch dreht gleich, und zwar wenn wir uns auf der Ferse drehen, ja, Fersendrehung sagt der Name schon, wir drehen uns auf der Ferse, dann, wenn wir die Ferse nach außen oder aus der Ferse nach innen drehen, schaut, dass eure Knie immer mit der Bewegung mitgehen. Erstens mal deswegen, weil es knieschonender ist und ihr dadurch keine Knieprobleme bekommt und zweitens, weil dadurch die Bewegung einfach viel leichter ist. Ja? Das heißt, wir haben Fersendrehung, 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 okay? Einmal gemeinsam und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehr gut. Ihr seht, ich habe immer ein bisschen mitgebounced. Das Ganze macht mich praktisch einfach ein bisschen freier und gibt mir mehr Möglichkeiten. Ja? Wie gesagt, achtet immer darauf, dass eure Knie mitdrehen und dass die Knie über den Zehenspitzen stehen. Das kennen die einen oder anderen vielleicht, wenn sie schon mal Ballett gemacht haben vom klassischen Tanzunterricht. Ja? So, jetzt starten wir noch einmal und jetzt bauen wir die Fersendrehung mit dem Two-Step Crossback zusammen. Okay? Das heißt, wir rotieren mit dem äußeren Fuß, also in dem Fall mit unserem rechten Fuß, auf der Ferse und im selben Moment kreuzt unser linker Fuß nach hinten. Ja, ich zeige euch das einmal ganz kurz vor. Hopp! Grundsätzlich ist das nicht schwer. Am Anfang ist es ein bisschen ungewohnt, deswegen machen wir es gleich nochmal. 7 und hopp! So, was mache ich? Ich bin im Bounce und komme für die Fersendrehung kurz nach oben. Dadurch lifte ich mein Gewicht weg vom Boden und die Ferse dreht sich fast von alleine. Wenn ihr die Zehenspitze noch etwas nach außen drückt, wird das Ganze nochmal unterstützt und im selben Moment fädelt ihr euch weg und der linke Fuß kreuzt nach hinten. Das heißt, wir haben und zack. Ja? So, jetzt steht ihr hier theoretisch in einer Art fünften Position und jetzt, und darum geht es jetzt vor allen Dingen ganz genau, kommt der hintere Fuß wieder raus und wird parallel zum rechten Fuß gestellt. Das heißt, beide Zehenspitze schauen jetzt von der linken zur rechten Seite in die Diagonale und dann logischerweise auf die andere Seite. Wir sind wieder im Bounce, drehen die linke Ferse nach außen und der rechte Fuß kreuzt jetzt
nach hinten links und hopp. So, und jetzt genau wieder dasselbe von vorne. Fuß kommt raus, Füße stehen parallel. Jetzt wieder von rechts nach links. Und wir drehen auf die rechte Seite. Hopp. Und wieder raus. Und hopp. Und wieder raus. Und hopp. Raus. Hopp. Raus. Hopp. Raus. Hopp. Raus. Ja? Ich denke, ihr habt das Prinzip verstanden. Wenn nicht, schaut es euch einfach kurz nochmal an. Und jetzt machen wir ein paar Variationen dazu. Und versucht ganz locker mitzumachen, denn schwer sind sie nicht. Aber am Anfang ist es etwas ungewohnt, wenn man in dieser Art noch nicht getanzt oder trainiert hat. Alles klar? Viel Spaß! So, als erstes schauen wir uns jetzt die einfache Variante an, nämlich die parallele Variante vom Schritt Nummer 1. Das heißt, wenn ich praktisch einfach nur den ersten Schritt habe, ja? Okay, wir probieren es gemeinsam. Wir drehen aus auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und etwas schneller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und bounce. Nochmal das Ganze, wir starten. 6, 7 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und bounce. Bounce, nochmal. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und bounce. Bounce, letztes Mal. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und bounce. Bounce, okay, habt ihr es drauf? Sehr gut, wir kommen zum nächsten. So, jetzt kommen wir zur Variante Nummer 2. Man sagt auch die Einwärtsvariante. Warum? Weil für einen kurzen Moment die Knie nach innen schauen mit den Zehenspitzen zusammen. Ja? So, wir starten wieder genauso in der parallelen Position zu Beginn. Da tun wir uns leichter. Und wir kreuzen nach hinten. Und jetzt ist der Unterschied, dass die Zehenspitze des vorderen Fußes nach innen reingeht. Das heißt, einwärts steht. Und wir gehen auf die andere Seite. 5, 6, 7 und go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja? Habt ihr es verstanden? Okay, wir probieren es nochmal gemeinsam. Versucht zu bouncen und in die Knie zu gehen. 5, 6, 7 und go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Alles klar? Nochmal locker. Und jetzt versuchen wir es ein kleines bisschen schneller. 5, 6, 7 und go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut, nochmal. Achtung. 5, 6, 7 und go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und bounce. Letztes Mal. 5, 6, 7 und go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow. Nice, sehr gut. Ich hoffe, ihr kommt klar. Wir gehen weiter zur nächsten. So, Variante Nummer 3 ist praktisch auch ein Dreischrittmuster im parallelen Zustand. Ja, das heißt, wir starten wieder aus der parallelen Position und jetzt kommt eine Aus-Einwärtsdrehung dazu. Ja, wir machen es einmal langsam. 6, 7 und go. 1 und 2. Das heißt, ihr hebt den Fuß an, nachdem ihr den Schritt nach hinten gemacht habt und steppt up. Und die Zehenspitze bzw. Ferse auf dem Stehfuß dreht sich mit. Okay, nochmal langsam. Achtung. 5, 6, 7 und 1, 2 und 3. Und unsere Füße schauen parallel auf die andere Seite. Ja, andere Seite, linker Fuß. Und 1, 2, 3. Ja, das Schwierige ist, dass hier der Fuß arbeiten muss, während unser Gewicht da drauf liegt. Aber das kriegt ihr hin, einfach mit den Dingen, die ihr davor schon geleistet habt. In die Bounce-Bewegung gehen, ja, locker bleiben, Hüfte vielleicht etwas entspannen. Der Rest kommt von alleine, wenn ihr es trainiert. Okay? Achtet auf eure Knieposition
und darauf, dass alles entspannt und trotzdem kontrolliert ist. Okay, 7 und 1 und 2, sehr gut, andere Seite, 3 und 4, nochmal und go, 1 und 2, andere Seite, 3 und 4, sehr gut. Okay, wenn ihr es ein bisschen schneller macht, wird es auch ein bisschen leichter, ja? Achtung, wir probieren es mal. Fertig? 5, 6, 7 und 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. Okay, hat es geklappt? Gleich nochmal. Locker bleiben. 5, 6, 5, 6, 7 und go. 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. Sehr schön. Okay, wir probieren es natürlich noch einmal. Achtung, ready? 5, 6, 7 und go. 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. Okay, ich denke, ihr habt es drauf, ja? Und natürlich gibt es auch noch eine kleinere, schnellere Variante. 7 und go. 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. Ja, das ist die kleine Herausforderung. 6, 7 und. Yes, ein letztes Mal. 5, 6, 7 und go. Gut, kommt ihr klar? Dann auf zur Variation Nummer 4. Okay, bereit für die Nummer 4. Nummer 4 ist auswärts, einwärts. Ja? Was das Ganze ist, relativ einfach. Wir starten wieder genauso auf unsere Seite, auf die 1, kommen nach oben, hopp. Und jetzt gehen die Füße auswärts. Das heißt, die Knie gehen nach außen, die Zehenspitzen gehen nach außen. Und wir gehen zurück, einwärts mit der letzten Bewegung. Das heißt, insgesamt 4. Okay, Achtung, nochmal. 5, 6, 7 und go. 1 und 2 und, ja, andere Seite, selbes Prinzip. 6, 7 und go. 1 und auswärts, Zehenspitzen nach innen mit den Knien. Achtung, 5, 6, 7 und go. 1 und auswärts, Zehenspitzen nach innen. Nochmal die linke Seite. 6, 7 und. 1 und 2 und, okay, jetzt einmal links und rechts. 5, 6, 7 und go. 1 und 2 und. Andere Seite. 3 und 4 und. Yes. Sehr gut. So, jetzt probieren wir das Ganze ein kleines bisschen schneller. 1 und 2 und 3. 6, 7 und. 1 und 2 und. 3 und 4 und. Nochmal. Sehr gut. 5, 6, 7 und go. 1 und 2 und 3 und 4 und. Nochmal. Achtung. 5, 6, 7 und go. 1 und 2 und 3 und 4 und 5. Sehr schön. Letztes Mal. 5, 6, 7 und go. 1 und 2 und 3 und 4 und. Yes. Und logischerweise gibt es das Ganze auch in Abtempo, das heißt richtig schnell. Das heißt, dann geht's bam, 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 okay? Alles klar, wir probieren es gemeinsam. Seid ihr bereit? Bouncen. 5, 6, 7 und go. 1 and 2 and 3 and 4 and. Oh, das war schnell, ha? Huh? Gleich nochmal, jetzt wisst ihr, wie es geht. 5, 6, 7 und go. 1 and 2 and 3 and 4 and. Gut, habt ihr es verstanden? Sehr gut, jetzt machen wir es viermal. 6, 7 und. Ja, zweite Runde, viermal. 6, 7 und go. Gut, letzte Runde. 6, 7 und go. Aha. Eine geht noch, würde ich sagen, oder? 6, 7 und go.
Aha, gut. Ihr habt gesehen, was möglich ist. Und das sind nur die Grundschritte. Alles klar? Kurz trainieren und gleich sehen wir uns nochmal für ein kleines Special. Okay, bereit zum Kombinieren? Dann los geht's. Wir starten mit ersten, zweiten, dritten und danach den vierten. Jeweils viermal pro Schritt. Sieben und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, Nummer zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, Nummer drei, eins und zwei, drei und vier, fünf und sechs, sieben und letzter Kick. Eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben und acht und. Perfekt, habt ihr es geschafft? Gut, wir probieren es etwas schneller. Achtung, sechs, sieben und go. Dadurch haben wir mehr Möglichkeiten und ich glaube, dass einige von euch den Schritt, den wir jetzt gleich machen, der nichts anderes ist als das, was wir eh schon die ganze Zeit gemacht haben, dass ihr den kennt oder schon mal irgendwo gesehen habt oder vielleicht sogar schon mal probiert habt. Und daraus machen wir dann noch eine kleine Variation, durch die ihr ein bisschen mehr versteht, was ihr mit den anderen vier Schritten auch alles machen könnt. Okay? Also, jetzt ganz locker, wir starten und zwar geht es jetzt nicht mehr auf Bounce, sondern es geht auf Schritt. Das heißt, der Schritt ist eigentlich der Effekt, den wir erzielen wollen, nämlich durch die Geschwindigkeit. Und zwar gehen wir jetzt einfach hinten rein, eins, und kommen wieder raus, zwei. Das heißt, wir gehen im Grunde genommen, machen nur den zweiten Schritt, ja, und den jetzt schneller. Und eins, ja, genau, alles klar, auf der anderen Seite genau das gleiche, sieben, acht, und eins. So, was dabei entsteht, ist eigentlich das. Ja? Nur, dass jetzt die Betonung auf außen liegt. Das heißt, die 1 ist jeweils der erste Schritt. Das und ist das Präparieren. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Ja? Der Schritt hat ein bisschen, aber eher weniger mit dem hier zu tun. Das ist eher auf der Stelle. Ja, wir machen einen Schritt raus und nutzen die Technik, die wir jetzt vorhin gerade gelernt haben. Okay, noch einmal gemeinsam. 7, go. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Ja? So, jetzt zur kleinen Variation, die ich euch versprochen habe. Und zwar tun wir jede Seite zweimal doppeln. Das heißt, wir gehen 1 raus, nochmal rein, dann auf die andere, raus, hopp, nochmal. Und jetzt machen wir zwei einzelne. Eins, zwei und nochmal einen doppelten. Ha, ha, ha. Okay? Ich zeige es euch noch einmal gemeinsam. Fünf, sechs, sieben, acht.
Eins und zwei und drei und vier. Zweimal einzeln, hopp, hopp, zweimal, hopp. Ja, dadurch kriegt ihr diesen Wump, Bam, 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 Bam. Das Konzept ist eigentlich Magic Free. Ja, wir machen praktisch die Bewegung zweimal, eins, zwei, drei, vier. Dann machen wir kurze, schnelle Veränderungen, um sie dann nochmal zu wiederholen. Ja, also eigentlich ein Magic Free im Magic Free. Gut, wir machen es nochmal gemeinsam. Achtung, 5, 6, 7, 8, 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Okay, habt ihr es? Noch zweimal. 5, 6, 7, 8, 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Ja, achte darauf, dass die Fersen immer schön mitgehen. Ansonsten ist es ein anderer Schritt, nicht der, den wir machen wollen. Achtung, letztes Mal. 5, 6, 7 und 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Okay, habt ihr es verstanden? Dann auf zur Musik. So, ich hoffe, ihr seid bereit. Jetzt geht's ab. Okay, ready. Zweimal, zweimal, eins, eins, zwei, sieben, acht. Genau, ihr könnt auch ein bisschen mit dem Oberkörper spielen. Sechs, sieben. Gut, nochmal. Fünf, sechs, sieben, acht. Trainieren. Ich habe mich gefreut, dass ihr alle da wart und wir sehen uns hoffentlich bald in live. Peace!